Okay, das funktioniert wohl nicht. Das ist schade, denn das ist wirklich ein schönes und wertvolles Lied. Müsst ihr vielleicht mal zu Hause suchen, ob es dann klappt, ne? In Christ Alone. Weil es hat ja sicherlich mal geklappt, ne? Okay, dann überspringen wir das und ihr müsst gleich mit mir hier vorlieb nehmen. Wir kommen gleich zur Predigt. Ich wollte mal so starten. Wir haben vor circa 2 Jahren, so vor knapp 2 Jahren, mal so ein neues Projekt begonnen mit unseren Kindern. Wir wollten ein Hochbeet bauen bei uns im Garten. Haben wir uns einen Bausatz bestellt und zusammengesetzt und ja, außen lasiert, das Holz innen mit einer Folie geschützt und dann das Ganze natürlich in den Garten gestellt. Wir haben es mit Erde und noch so ein bisschen Kompost in die Erde hinein befüllt und schließlich haben wir es bepflanzt. Also mit Salat, mit Tomaten, mit Möhren, mit Gurke, mit Zucchini. Also so verschiedene Schritte, eine ganze Menge Arbeit auch. Da ist schon die ein oder andere Stunde so draufgegangen. Aber das Ergebnis, das war richtig schön. Das sah gut aus, ne? Ein schönes Hochbeet, ordentlich bepflanzt mit verschiedenen Dingen. Und dann waren wir ganz gespannt. Denn es war ja noch lange nicht alles geschafft. Wie selbst unsere Kinder wussten, würde ja die eigentliche Arbeit dann erst folgen, jetzt in den Wochen danach, nachdem alles bepflanzt war. Denn das beständige Gießen und Pflegen der Pflanzen, das würde ja erst dafür sorgen, dass dann wir am Schluss auch etwas Schönes, ja, ernten können, dass etwas Schönes wachsen würde zum Ernten. Also entscheidend für den Erfolg ist gar nicht so, ob man jetzt das Hochbeet da schön zusammenbaut oder schön streicht, sondern dass man kontinuierliches Wachstum ermöglicht. Denn was einmal vertrocknet ist, das ist meistens, ne, wir haben gesehen gerade, es gibt auch Ausnahmen, so bei so der einen oder anderen Zimmerpflanze, aber was einmal vertrocknet ist, ist dann meistens doch nicht mehr grün zu kriegen. Entscheidend ist also das Pflegen, das Gießen über die ganze Zeit, damit die Pflanze lebendig, gesund und gut versorgt bleibt. In unserem Glauben, da ist es eigentlich ähnlich. Da ist es gar nicht so viel anders. Es ist ja gut, wenn der Glaube geweckt wird in einem Menschen. Es ist auch ganz wichtig, dass dieser Durchbruch einmal kommt, dass diese Erkenntnis kommt, so ein persönliches Betroffensein, dass jemand sich entschließt, ich mache jetzt einen Anfang mit Jesus. Das ist wichtig. Und doch, danach geht's eigentlich erst richtig los. Dann folgt das Wachstum, dann gilt es dran zu bleiben, diesen Weg dann auch so weiterzugehen mit Jesus. Unser Thema lautet Wachstum, wie christlicher Glaube lebendig bleibt. Wachstum, wie christlicher Glaube lebendig bleibt. Auch die Thessalonicher, diese Christen in Thessalonich, an die Paulus seinen Brief schreibt, durch den wir so uns ja hindurchbegeben in diesen Wochen, sie hatten auch schon einen Anfang gemacht mit Jesus. Sie hatten einen guten Anfang gemacht und es war auch noch gar nicht so lange her gewesen. Sie hatten also diesen echten Durchbruch, eine Bekehrung zu Jesus erlebt. Und sie hatten auch schon manches, zum Beispiel Anfeindung in ihrem Glauben, durchlitten. Und dennoch, jetzt ist es wichtig für sie, dran zu bleiben, zu wachsen. Und für diesen Prozess gibt Paulus ihnen einiges mit. Und er beantwortet im Grunde jetzt diese Frage, welche Hege und Pflege ist wichtig für unseren Glauben, damit der lebendig bleibt. Wachstum, wie christlicher Glaube lebendig bleibt, das 6. Grundlagenthema und ja, das letzte, dann sind wir nämlich mit dem 1. Thessalonicher Brief schon am Ende angelangt. Ich lese uns jetzt aus 1. Thessalonicher 5, Vers 12 bis Vers 28, ganz am Schluss. Wir bitten euch aber, liebe Brüder, erkennt an, die an euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn und euch ermahnen. Habt sie umso lieber um ihres Werkes willen, haltet Frieden untereinander. Wir mahnen euch aber, liebe Brüder, weist die Unordentlichen zurecht,
tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach, untereinander und gegen jedermann. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. Liebe Brüder, betet auch für uns. Grüßt alle Brüder mit dem heiligen Kuss. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass ihr diesen Brief lesen lasst vor allen Brüdern. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Wie kann also der Glaube an Jesus Christus wachsen? Wie kann er lebendig bleiben? Was hilft dabei? Ich habe diesen Text mal so in 4 Punkte gegliedert und 4 Bereiche, die dazu helfen können. Dieser erste Punkt, den wir am Anfang sehen, es ist hilfreich, Verantwortliche zu haben, die anerkannt werden. Verantwortliche, die anerkannt werden. Und vielleicht ist das ein Punkt, der ein bisschen überraschend kommt an dieser Stelle, wenn es so um Wachstum geht. Aber das ist, was Paulus anspricht in Vers 12 und 13. Wir bitten euch aber, liebe Brüder, erkennt an, die an euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn und euch ermahnen. Habt sie umso lieber um ihres Werkes willen. Also der Apostel erfordert hier Respekt und Anerkennung, Wertschätzung für die Mitarbeiter, für die Leiter und Lehrer der Gemeinde. Sie als die Verantwortlichen sollen anerkannt, sie sollen geschätzt, sie sollen sogar geliebt werden. Kann man überlegen, wie das geschehen kann. Also wir überlegen erstmal, wie das geschehen kann, dann sage ich auch noch gleich, warum das wichtig ist. Oder warum das hier auch an dieser Stelle erwähnt wird. Wie können wir Gemeindeverantwortliche anerkennen, praktisch anerkennen? Was ist da ein Weg zu? Was gehört dazu? Ich glaube, erstens gehört dazu, sich auch mal etwas von ihnen sagen zu lassen. Denn das ist auch Aufgabe von Mitarbeitern, von Leitern, von Ältesten und Diakonen, ist unter anderem auch anderen mal etwas zu sagen. Auch ein Pastor, er tut das quasi ständig. Ne? Wenn er predigt, tut er das die ganze Zeit. Wenn er eine Andacht hält oder auch im persönlichen Gespräch, immer sagt er anderen Leuten etwas. Das gehört mit zur Aufgabe. Aber auch andere leitende Mitarbeiter haben diese Aufgabe, anderen etwas zu sagen. Nun weiß ich wohl, dass sich niemand gerne etwas sagen lässt. Und schon gar nicht etwas Kritisches, was ihn vielleicht in Frage stellt. Das sind so Dinge, die wir ja gerne abwehren gleich. Ne? Das stimmt nicht, sagen wir vielleicht. Was bildest du dir ein? Oder überhaupt, kehr doch erstmal vor deiner eigenen Haustür. Das sind so Gedanken oder Abwehrmuster, die wir dann gerne benutzen. Dennoch, Gottes Wort hier ruft uns dazu auf. Erkennt an, die an euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn und euch ermahnen. Also euch etwas sagen. Lassen wir uns auch mal etwas sagen. Das ist ihre Aufgabe. So erkennen wir sie auch an. Und etwas Zweites, was vielleicht daraus folgen könnte oder was auch wichtig ist in jedem Fall, verhalten wir uns auch Verantwortlichen gegenüber nicht kritiksüchtig. Kritiksüchtig, das heißt jetzt nicht, dass man Fehlverhalten und Irrtümer nicht ansprechen dürfte oder dass Leiter wie so Könige über allen thronen. Ne? Das ist nicht gemeint, sondern es bedeutet vielmehr, dass wir nicht bewusst das Schlechte suchen oder die Schwächen, die sicher auch da sind, ja so ins Rampenlicht ziehen. Das ist vielleicht auch der Hintergrund von 1. Timotheus 5, Vers 19, ein anderer Brief, den Paulus schreibt, wo er dann auch sagt, jetzt im Hinblick auf Älteste,
Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, ohne zwei oder drei Zeugen, um sie zu schützen vor so überzogener Kritiksucht. Dann noch ein drittes, wie wir Verantwortliche anerkennen können. Das ist eigentlich ganz einfach, indem wir sie unterstützen, indem wir ihnen helfen in ihren Aufgaben. Wenn ich mit anpacke, zeige ich dadurch, dass ich ihren Dienst wertschätze, dass ich es wichtig finde. Das ist auch eine Form der Anerkennung. Und ein viertes, wie wir Verantwortliche anerkennen können, auch das finden wir in anderen neutestamentlichen Schriften, das ist schließlich die finanzielle Unterstützung. Auch an Timotheus geschrieben, 1. Timotheus 5, Vers 17, die Ältesten, die der Gemeinde gut vorstehen, die halte man zwiefacher Ehre wert. Und hier ist gemeint einmal diese Anerkennung als Verhalten und dann eben als zweites auch die finanzielle Entlohnung. Und dann wird weitergeschrieben, besonders die sich mühen im Wort und in der Lehre. Ich will jetzt als jemand, der dankenswerterweise auch davon profitiert, darüber gar nicht viel mehr sagen. Aber es ist eben auch klar, glaube ich, dass auch die finanzielle Unterstützung eine Form echter Anerkennung ist. Das zeigt Anerkennung. Nun stellt sich vielleicht der kritische Zuhörer die Frage, und ich hoffe, dass viele von euch kritisch sind, das ist ja auch wichtig, ihr stellt euch vielleicht die Frage, warum eigentlich sollten Verantwortliche anerkannt werden? Das mag ja vielleicht schön sein für diejenigen, die das dann so spüren, aber wozu ist es gut? Und inwiefern dient das eigentlich dem Wachstum, meinem Wachstum, dass mein Glaube lebendig bleibt? Hören wir nochmal auf Paulus. Die Frage ist ja gut und die ist ja auch wichtig. Er sagt, erkennt an, die an euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn und euch ermahnen. Habt sie umso lieber um ihres Werkes willen. Mit anderen Worten, sie dienen euch, sagt Paulus. Alles, was sie tun, wofür sie sich engagieren, wofür sie arbeiten, was sie tun, das dient doch euch. Sie tun es nicht für sich, sondern sie tun es für euch. Es dient eurem Wachstum, es dient eurem Glauben. Paulus meint also, wenn ihr sie anerkennt, wenn ihr ihnen den Dienst leicht und freudig macht, dann tut ihr doch auch euch etwas Gutes. Oder andersherum, jetzt mal so negativ, umgekehrt, wenn ihr sie vertreibt, wenn ihr ihnen den Dienst ja vermiest, dass sie ihn nur noch mit halber Kraft oder vielleicht gar nicht mehr tun, dann schneidet ihr euch doch ins eigene Fleisch eigentlich. Als ich ein Kind war, so ja, im Grundschulalter ungefähr, da hatte ich zwei Haustiere zu Hause. Ne? Ein Kaninchen und ein Meerschweinchen, so kleine süße Dinger. Und im Sommer, da haben wir die immer auf so einem, also in so einem verschiebbaren Freigehege bei uns im Garten auf den Rasen hineingesetzt und dort eben gehalten. Wichtig war jetzt, dass man dieses Freigehege, wenn man es hingestellt oder verschoben hat, dass man das sehr sorgfältig getan hat. Denn wenn irgendwo vielleicht im Rasen so eine kleine Unebenheit war und da halt das Gehege drauf stand mit der Kante, dann war es natürlich möglich für die Tiere, darunter durchzukriechen und eben abzuhauen. Und das wäre schlecht gewesen. Nicht nur traurig für mich als Kind, sondern vor allen Dingen auch schlecht für die Tiere. In der freien Wildbahn nämlich, ohne dass man ihnen etwas zu essen hinstellt und dann noch irgendwelchen Feinden ausgeliefert, das hätte für diese niedlichen Tiere sicherlich den schnellen Tod bedeutet. Tatsächlich sind aber beide Tiere mal, aller Vorsicht zum Trotz, uns davongelaufen. Das Kaninchen, das war so schlau und kam nach einigen Stunden, nachdem es so einen Ausflug durch die Siedlung gemacht hatte, kam es wieder zurück und setzte sich auf die Terrasse und ließ sich dann auch freiwillig in das Gehege zurücksetzen. Das Meerschweinchen hingegen habe ich nie wieder gesehen. Es wird mit Sicherheit nicht lange überlebt haben.
Ein Meerschweinchen, ne, die so ein kleines Tier, das seinen sicheren Platz verlässt, gut versorgt, geschützt vor Feinden. Und um ein bisschen ja vermeintliche Freiheit zu schnuppern, das bezahlt das ganz schnell mit seinem Leben. Wie tragisch, wie dumm, könnte man sagen. In gewissermaßen sind wir Menschen manchmal ähnlich dumm. Auch unser Freiheitstrieb, auch diese Haltung bei uns, niemand darf mir etwas sagen, mir reinreden, führt dazu, dass wir vielleicht Verantwortliche nicht mehr anerkennen, dass wir ihnen den Dienst vermiesen und uns von ihnen lossagen und dann eben unseren Weg alleine ziehen. Und man könnte jetzt sagen, um es mal ein bisschen platt zu formulieren, sei doch nicht wie ein Meerschweinchen. Sei nicht so dumm. Wachstum, gesundes, lebendiges geistliches Leben gedeiht dort, wo Verantwortliche anerkannt werden. Wachstum, gesundes geistliches Leben geschieht dort, wo Verantwortliche unterstützt werden, damit sie treu, mit Freudigkeit, zum Wohle aller, zum Wohle auch uns selbst, ihren Dienst tun können. Deshalb legt Paulus Wert darauf, dass Verantwortliche anerkannt werden. Für euch, sagt er. Ein zweites, was auch das Wachstum im Glauben fördert, das ist Seelsorge, die konkret wird. Seelsorge, die konkret wird. Vers 14 und 15. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. Also alle Geschwister, hier sind jetzt wirklich alle gemeint, nicht nur besondere Mitarbeiter, sondern alle sind aufgerufen, sich gegenseitig zu helfen. Wir alle sind Werkzeuge in Gottes Hand, damit wir miteinander weiterkommen auf diesem Weg mit Jesus. Und so sind wir aufgerufen, einander zu korrigieren. Weist die Unordentlichen zurecht, sagt Paulus. Ja, auch du darfst etwas ansprechen, wo etwas nicht ordentlich läuft. Du bist das Werkzeug, das Gott gebrauchen will, um jemand anderem zu helfen. Dann sind wir aufgefordert, einander zu trösten. Tröstet die Kleinmütigen. Mancher braucht das. Ein aufbauendes, ein mutmachendes Wort. Auch da kannst du dich von Gott benutzen lassen. Und es heißt weiter, tragt die Schwachen. Helfen wir uns gegenseitig. Seien wir füreinander da. Packen wir mit an, wo wir gebraucht werden. Und zuletzt, seid geduldig gegen jedermann. Geduld und Nachsicht, Großzügigkeit und Verständnis, ja, das braucht es immer im Miteinander. Also da ruft Gott uns alle, nicht nur bestimmte Mitarbeiter, sondern uns alle zu einer Seelsorge an den anderen, einer Seelsorge, die konkret wird. Zu einem Miteinander, das dem Bruder, der Schwester im Glauben hilfreich ist, das ihn oder sie unterstützt, damit wir weiterkommen auf dem Glaubensweg, damit der Glaube lebendig bleibt, damit Glaube wächst und gedeiht, auch in den schwierigen Umständen. Jesus, er befand sich eines Tages mal während seines Dienstes in Kapernaum und er war in einem Haus und er predigte zu den Menschen und es sprach sich schnell herum, dass er dort war und dann kamen viele, viele Menschen noch hinzu, sodass das Haus vollkommen überfüllt war. Und dann passierte Folgendes, denke fast jeder kennt diese Geschichte. Und siehe, einige Männer brachten einen Menschen auf einem Bett, der war gelähmt. Und sie versuchten ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und weil sie wegen der Menge keinen Zugang fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel hinunter mit dem Bett mitten unter sie vor Jesus. Der Punkt hier an dieser bekannten Geschichte ist ganz einfach. Wir alle, jeder von uns, braucht mal Hilfe. Jeder von uns ist mal schwach, mal entmutigt, mal gelähmt. Quasi, kommt nicht mehr vom Fleck. Und was es dann braucht, das sind Freunde, das sind Geschwister, die uns helfen,
Freunde, Geschwister, die uns zu Jesus bringen, die weder Zeit noch Mühen scheuen, uns zu ihm zu bringen, die für uns da sind, die uns trösten, die uns helfen, die uns auferbauen, die Geduld mit uns haben, die uns Gemeinschaft leisten. Jeder von uns ist mal schwach. Jeder gerät mal auf Abwege. Jeder braucht mal Hilfe. Und darum ruft uns hier der erste Thessalonicher Brief dazu auf, ja, zu einer Seelsorge, die konkret wird, die sich an alle anderen wendet. Etwas Drittes, was zum Wachstum und auch zum Erhalt der Lebendigkeit im Glauben dient, das ist das Gebet. Das Gebet, das keine Grenzen kennt. Ab Vers 16. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. In diesen Versen wird deutlich, dass das Gebet nicht auf bestimmte Zeiten oder Momente beschränkt sein soll. Not lehrt beten, ne, so sagt der Volksmund. Not lehrt beten und ja, das ist in der Tat, ist da was Wahres dran. Wenn wir ein Anliegen im Kopf haben, was uns wirklich wichtig ist, was uns wirklich Sorge macht, was uns sehr beschäftigt, wo wir nicht mehr weiter wissen, dann werden wir ganz selbstverständlich, ganz automatisch, permanent für dieses Anliegen beten. Dazu muss uns niemand auffordern und dazu braucht es auch keine Erinnerung, da musst du dir nicht erst so ein Post-it irgendwo hinkleben. Nein, daran denkst du von selbst. Das geschieht ganz von alleine, weil einfach die Notlage uns antreibt. Es kann auch andere solche Zeiten geben, in denen, ja, das Gebet mehr oder weniger von selbst funktioniert. Vielleicht besonders stimmungsvolle Momente bei einem erhebenden Lobpreisabend meinetwegen, wo es einen richtig mitreißt. Da kommt man wie von selbst hinein, Gott zu loben und zu preisen. Das geht viel leichter. Und doch, Paulus sagt hier, das Gebet soll keine Grenzen haben. Es soll sich nicht beschränken auf diese besonderen Zeiten, auf diese bestimmten Momente. Und es soll sich auch nicht auf bestimmte Inhalte beschränken. Denn in der Tat sind hier so in diesen Versen im Grunde so drei Bereiche des Gebetes angedeutet. Erstens, dieses Gebet der Freude. Seid allezeit fröhlich. Es geht darum, also Gott zu anbeten, ihn zu ehren, ihn zu loben, ihn zu preisen, und zwar um seiner selbst willen. Ihn zu loben für das, was er ist, dass er ein souveräner Herrscher ist, dass er ein liebevoller Vater ist, dass er der Herr über die ganze Welt ist, dass er ein mächtiger Beschützer ist, ein Herr voller Weisheit, ein guter Hirte, ein stabiler Fels und so vieles noch mehr. Gott zu preisen für das, was er auch in Jesus Christus für uns, für dich getan hat. Dass Gott uns nahe gekommen ist, dass Gott uns angenommen hat und uns mit sich versöhnt hat. Dass Gott uns liebt, obwohl er uns durch und durch kennt. Und bis in unser Herz hinein, bis in unsere geheimsten Motive hinein. Dass Gott uns leiten will und uns sicher in seine Herrlichkeit bringen will. Darum geht es alles, all diese Dinge im Gebet der Freude. Seid allezeit fröhlich. Wir können es sein, auch in schwierigen Zeiten, weil der Gott, der diese Welt gemacht hat, der souverän regiert und voller Güte ist, uns doch nahe gekommen ist. Ein Bereich. Und dann ist da dieser zweite Bereich, das Gebet der Bitte. Betet ohne Unterlass. Und hier ist in erster Linie ja dieses Bitten, dieses Bittgebet gemeint. Und das sind sehr ermutigende Worte an dieser Stelle. Was das Bittgebet angeht, gibt es keine Beschränkungen. Im Gegenteil, wir werden ermutigt, wirklich es voll auszuschöpfen, bei jeder Gelegenheit davon Gebrauch zu machen. Die Anzahl deiner Bitten ist nicht begrenzt. Bei Gott ist es nicht so nach dem Motto, jeder nur zwei Bitten pro Woche. Überlegt es euch gut. Oder die Zeit, dass die Zeit vielleicht der Bitten irgendwie begrenzt wäre.
Hier gilt nicht das Prinzip Sprechzeiten jeden Dienstagnachmittag. Und übrigens am dritten Donnerstag im Monat auch nochmal von 9 bis 10.30 Uhr. Nein. Betet, bittet ohne Unterlass. Das ist die Aufforderung hier, das ist die Ermutigung an dieser Stelle. Denken wir mal an dieses Gleichnis, was Jesus einmal erzählt von der bittenden Witwe. Also das ist diese arme Frau, sie hat ein Anliegen und sie hat ja keine Lobby, sie ist eine arme Witwe und sie hat nichts zu sagen in der damaligen Kultur. Und sie kommt mit ihrem Anliegen zu diesem Richter, zu einem Mann, der eigentlich überhaupt keine Lust hat, ihr zu helfen. Wozu auch sich um sowas zu kümmern, völlig unwichtig. Aber schließlich, weil sie so hartnäckig ist und immer wieder ihre Bitte vorbringt, wird er dann doch noch aktiv. Wenn wir daran denken, wie viel mehr wird doch unser Vater im Himmel, der uns liebt, der voller Güte ist, wie viel mehr wird er doch unsere Bitten erhören, wenn wir sie beständig vor ihn bringen? Werden wir nicht müde im Gebet? Lassen wir nicht nach, diese Anliegen vor Gott zu bringen? Wir werden ermutigt dazu, das voll auszuschöpfen. Betet ohne Unterlass. Und dann dieser dritte Bereich, der hier auch noch genannt wird, das ist dann dieser Bereich des Dankes. Seid dankbar in allen Dingen. Seid dankbar für all die guten Gaben, die Gott uns schenkt. Für die immateriellen Dinge, die er uns gegeben hat. Vielleicht eine Familie, Freunde, Gesundheit, Zufriedenheit. Natürlich auch für die vielen materiellen Gaben, dass wir genug Kleidung haben, genug Nahrung haben, eine schöne Wohnung, ein funktionierendes Auto, viele andere tolle Sachen, die uns wirklich hilfreich sind in unserem Alltag. Es gibt so viele Gründe, Gott zu danken. Für die Bewahrung, die wir erlebt haben, für Glück, für Schutz, für seine Nähe und so weiter. Unser Gebet, so Paulus hier, soll keine Grenzen haben. Es soll nicht zeitlich beschränkt sein auf so manche besondere Momente, in denen das einem so leicht so leicht fällt. Und es soll auch nicht thematisch beschränkt sein, sondern es soll diese drei Richtungen der Anbetung, der Bitte und des Dankes umfassen. Das Gebet, das keine Grenzen kennt in dieser Hinsicht, das führt zum Wachstum. Das Gebet, das keine solche Grenzen hat, das hält auch den Glauben lebendig. Machen wir uns das doch zur Gewohnheit. Beginnen wir den Tag mit einem Lobgebet, mit eigenen Worten vielleicht, vielleicht in Worten eines Psalmes oder eines Liedes. Nennen wir Gott einige Anliegen für diesen Tag, was uns beschäftigt, was vielleicht auch unsere Verwandten und Freunde beschäftigt, die Gemeinde, unser Land. Und beschließen wir unseren Tag, indem wir Gott danken für das, was gut war an diesem Tag. Das kann man auch gut gemeinsam machen, vielleicht als Ehepaar oder so, dass man sich unterhält. Was war denn gut heute? Wofür bist du dankbar? Und dass man dann Gott dafür auch dankt. Das Gebet, das keine Grenzen kennt, das hält nämlich den Glauben frisch und lebendig, sodass er wachsen kann. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Und etwas Viertes noch, was zum Wachstum und zur Vitalität im Glauben dient, das ist Gottes Geist, dem Raum gegeben wird. Gottes Geist dem Raum gegeben wird. Das ist auch ganz naheliegend. Es ist natürlich Gottes Geist, dieser Geist Gottes, der das geistliche Leben ja auch in uns erst weckt. Es ist Gottes Geist, der fundamental wichtig ist, damit der Glaube lebendig bleibt, damit er weiter wächst. So wie wir ohne Lebensmittel nicht leben können, so gibt es auch kein geistliches Leben, keinen lebendigen Glauben auf Dauer ohne Gottes Geist. Darum dieses Grundprinzip in Vers 19 hier formuliert, den Geist dämpft nicht. Oder ein bisschen wörtlicher noch übersetzt, den Geist löscht nicht aus. Den Geist löscht nicht aus. Und da können wir ja eigentlich an so ein Feuer denken.
Der Geist ist wie ein Feuer. Wenn du beginnst, einem Feuer den Sauerstoff zu entziehen, dann wird das Feuer kleiner, die Flamme geht zurück. Das Feuer braucht den Sauerstoff. Und die Flamme wird kleiner und kleiner, bis sie irgendwann erlischt. Und genau das kann mit dem Heiligen Geist auch passieren. Wir können ihn zurückdrängen in unserem Leben. Wir können ihn zurückdrängen auch im Leben einer Gemeinde. Wir können ihm den Raum nehmen, ihn ignorieren, ihn übergehen und so schlussendlich zum Erlöschen in unserem Leben oder in unserem Gemeindeleben bringen. Den Geist löscht nicht aus. Gottes Geist soll also Raum haben, gerade auch im gottesdienstlichen Leben der Gemeinde. Der Geist soll sich entfalten können. Wir sollen offen sein für seine Wirkungen, wir sollen ihm Raum geben. Es soll nicht das passieren, was hier offensichtlich bei den Thessalonichern hin und wieder der Fall gewesen ist. Er wird nämlich jetzt konkret, der Apostel, hier in Vers 20, nachdem er dieses Grundprinzip erstmal genannt hat, Vers 19, den Geist löscht nicht aus, kommt jetzt in Vers 20 das Konkrete. Ein konkretes Problem in diesem Zusammenhang. Prophetische Rede, sagt Paulus, verachtet nicht. Prophetische Rede verachtet nicht. Vielleicht erstmal ein paar Sätze dazu, was das überhaupt ist, prophetische Rede. Das ist ja jetzt so ein Begriff, den wir nicht im alltäglichen Sprachgebrauch haben. Prophetische Rede, manche Übersetzungen geben das hier auch mit Weissagung wieder, hat verschiedene Zwecke und Erscheinungsformen. Ein Zweck ist zum Beispiel, dass sie auf diejenigen abzielt, die noch nicht gläubig sind. Dass sie erkennen, was in ihrem Herzen ist. Dass es ihnen quasi wie Schuppen von den Augen fällt und sie zur Umkehr und zur Anbetung Gottes kommen. Das ist also ein prophetisches Wort, was sie dann trifft, was sie anspricht in ihrem Herzen und zu Gott führt. Wo das geschieht, da ist es ein prophetisches Wort gewesen. Für die Gemeinde wiederum dient die prophetische Rede zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Also wenn Gottes Wort, so getrieben vom Heiligen Geist, auf eine aktuelle Situation hin angewandt wird, zur Ermahnung, zur Erbauung, zur Tröstung, dann ist das prophetische Rede. Und nur zu einem kleinen Teil ist prophetische Rede das, was man so landläufig darunter versteht, nämlich die Enthüllung zukünftiger Ereignisse. Das ist das eigentlich kaum, was im Neuen Testament damit gemeint ist. Das haben wir mehr im Alten Testament. Das ist ein bisschen anders, aber das ist nochmal ein Thema für sich. Also zusammengefasst könnten wir sagen, prophetische Rede taucht auf in jeder guten Predigt, in jedem Impuls, den wir hören, in jeder Andacht. Alles das enthält Elemente prophetischer Rede. Wenn Gottes Wort angewandt wird auf eine aktuelle Situation, wenn es jemanden anspricht im Herzen, ihn da auf einmal trifft, dann ist es prophetische Rede. In Thessalonich war es jetzt offenbar so, dass die Tätigkeit einzelner Gemeindemitglieder, die eben so Gottes Wort jetzt weitergaben zur Aufmunterung, zur Auferbauung, zur Überführung, dass das von anderen verachtet und zurückgewiesen wurde. Die prophetische Rede wurde nicht geschätzt. Sie wurde verachtet, verschmäht. Und wir wissen jetzt nicht, warum das der Fall war. Vielleicht war das einigen zu langweilig. Haben sich vielleicht gesagt, ich frage mich, was dieses Wort von vor langer Zeit da aus dem Alten Testament, was hat denn das so mit mir zu tun? Ist das noch relevant für mich? Was soll ich denn da jetzt zuhören? Vielleicht dauerte es manchen auch zu lange. Nicht noch einer, der jetzt meint, was weiterzugeben zu haben. Ich will doch nach Hause. Das Mittagessen wartet. Oder vielleicht schaute man auch mehr auf die Person als auf die Botschaft, auf die Person, die etwas weitergab und nicht so sehr auf den Inhalt. Na, wenn der schon wieder anfängt hier, Bruder X, wenn der schon wieder was zu sagen hat, dann brauche ich doch gar nicht zuhören. Ich kann seine Art einfach nicht leiden. Was auch immer die Gründe waren und was auch immer vielleicht heute Gründe sein mögen, prophetische Rede in der Gemeinde zu verachten,
Paulus sagt hier ganz klar, das darf nicht sein. Das geht nicht. Prophetische Rede verachtet nicht. Natürlich sollen alle diese Dinge dann auch noch geprüft werden. Ne? Davon spricht der Vers danach, Vers 21. Aber der Grundsatz ist doch klar. Prophetische Rede verachtet nicht. Sie ist wertvoll. Auch an anderer Stelle macht Paulus das deutlich, ihren großen Wert. In 1. Korinther 14, Vers 19, da heißt es im Vergleich dann zur Zungenrede: Aber ich will in der Gemeinde lieber 5 Worte reden mit meinem Verstand in prophetischer Rede, damit ich auch andere unterweise als 10.000 Worte in Zungen. Damit Glaube lebendig bleibt, damit er wächst, braucht es prophetische Rede. Damit Glaube lebendig bleibt, damit er wächst, braucht es Andachten, Predigten, Impulse, geistliche Worte, vieles mehr. Damit Glaube lebendig bleibt und wächst, braucht es diese Dinge. Es braucht Raum dafür in unserem gottesdienstlichen Leben. Wir brauchen das. Die Ermutigung, die Ermahnung, die Tröstung, ja, die Überführung von Gottes Wort her. Und da passen wir auf, dass sich da keine Haltung einschleicht, prophetische Rede oder diese Elemente, die das enthält, einzuschränken, zu limitieren, abzuschaffen vielleicht. Na, wenn sich ja, Jugendkreise zum Beispiel nur noch für Spiel und Spaß treffen, dann ist da irgendetwas verkehrt gelaufen. Ist bei uns nicht so, ich weiß, aber ne, soll auch so bleiben. Oder wenn in Hauskreisen mehr Tee getrunken und geklönt wird, als das prophetische Wort schlechthin, ne, die Bibel auch mal aufzuschlagen, dann ist da etwas ins Ungleichgewicht geraten. Oder wenn in der Gottesdienstplanung plötzlich das Wichtigste auf einmal ist, dass der Prediger ja nicht seine Zeit überschreitet, das habe ich wahrscheinlich schon längst getan, dann ist es ein Problem. Aber ich bin auch gleich, ne, hier am Ende. Denn christlicher Glaube, er wächst, er bleibt lebendig dort, wo Gottes Geist Raum gegeben wird. Gottes Geist braucht Raum, ne, wie das Feuer den Sauerstoff braucht, damit es ja, ein großes Feuer werden kann, so braucht Gottes Geist auch Raum, damit er sich entfalten und wirken kann. Je mehr Raum, desto mehr kann der Geist wirken und der Glaube gedeihen. Ich hatte begonnen, und damit möchte ich auch schließen, mit unserem Hochbeet, ne, was wir als Familie gepflanzt und also erst gebaut und dann bepflanzt haben, im letzten Jahr auch schon das zweite Mal. Wir haben dann oft es gegossen, oft auch von unseren Kindern erinnert. Und vieles ist wunderbar gewachsen. Vieles ist gedeiht. Wir haben viele Tomaten geerntet zum Beispiel. Ja, und vor allen Dingen auch ganz, ganz viele Zucchini. So viel braucht kein Mensch, wie da an einer Pflanze dran wächst. Unglaublich. Aber manches ist auch nichts geworden. Obwohl wir die Pflanzen gut gegossen haben, obwohl wir uns Mühe gegeben haben, obwohl wir eigentlich nichts verkehrt gemacht haben. Aber so ist es in der Natur. Man hat nicht alles in der Hand. Und ganz ähnlich ist es auch im geistlichen Leben. Auch da hat man nicht alles in der Hand. Ja, wir sollen darauf bedacht sein, dass Wachstum möglich ist und unser Glaube vital bleibt. Indem wir Verantwortliche anerkennen zum Beispiel, dass sie ihren Dienst gut und mit Freude tun können. Indem wir Seelsorge so aneinander üben, uns einander helfen. Indem wir das Gebet pflegen, diesem Gebet keine Grenzen auferlegen. Und natürlich, indem wir Gottes Geist breiten Raum geben in unseren Zusammenkünften hier zum Beispiel oder in unserem Leben allgemein. Und dennoch, trotz dieser Punkte, und mancher Punkte, die man vielleicht noch hinzufügen könnte. Dennoch gilt, dass wir Glaubenswachstum nicht in der Hand haben. Wir dürfen es aber, so wie Paulus es hier auch tut, Gott, unserem Vater, anvertrauen, dass unser Glaube lebendig bleibt, dass er wächst, dass er zunimmt, dass er gedeiht. Wir können es ihm, unserem Gott und seinem Segen anvertrauen. Und so enden wir heute, wie auch der erste Thessalonicher Brief endet, mit diesen Segensworten hier.
Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. Amen.